Wir haben jetzt gesehen, wie die rechtliche Situation in Deutschland ist. Wir haben etwas über die Gesetzeslage erfahren und gesehen, was sie besonders in sozialen Brennpunkten bewirkt. In groben Zügen haben wir das nordische Modell skizziert und haben einen Bruchteil der Organisationen kennengelernt, die sich für das nordische Modell engagieren. Wichtig wäre in diesem Kontext noch darauf hinzuweisen, dass es ein Bündnis gibt auf Bundesebene. Das existiert erst seit 2 Monaten, hat aber schon 300 Organisationen und zum Teil auch Einzelpersonen, die sich da beteiligt haben. Aber das kann man auch googeln. Und es werden täglich mehr Bündnis für das nordische Modell. Aber auch in der Politik tut sich etwas. Und das nicht nur in Europa, sondern auch auf Bundesebene. Das haben wir ganz besonders zwei engagierten Frauen zu verdanken. Elli, bitte das Foto. Das ist Frau Elisabeth Winkelmeier-Becker, die im Bundestag eine Initiative angestoßen hat zur Einführung des nordischen Modells. Sie sagt, das nordische Modell wird nicht alle Probleme lösen, aber es ist eine moderne Antwort auf die Probleme von heute. Warum eine moderne Antwort? Das nordische Modell wird auf jeden Fall die Nachfrage begrenzen, wie der Herr Botschafter das vorhin ja schon ausgeführt hat. Und damit ist Deutschland dann weniger attraktiv für Menschenhändler. Frau Winkelmeier-Becker hat eine überfraktionelle Initiative ins Leben gerufen und wir werden unsere Abgeordneten bei den kommenden Wahlen sicherlich befragen, wie Sie zu dieser Initiative stehen, Abgeordnetenwatch.de oder wo auch immer es eine Möglichkeit gibt, werden wir unsere Abgeordneten befragen. Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz, liebe Frau Winkelmeier-Becker. Es ist schade, dass Sie heute nicht dabei sein können. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg. Jetzt kommen wir zu der wichtigen Stimme, zu der wichtigsten Stimme aus dem Süden. Das ist die baden-württembergische Abgeordnete Leni Breymeier, die sich innerhalb und außerhalb der SPD mit großem Engagement für Menschenrechte in der Prostitution einsetzt. Liebe Leni, du kannst heute leider nicht bei uns sein, aber wir danken dir für das Video, das du uns geschickt hast.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Leni, auch wenn du heute leider nicht bei uns sein kannst. Es gibt aber auch Abgeordnete im Bundestag, die ein völlig anderes Menschenbild vertreten. Da haben wir, bitte das Foto, da haben wir Cornelia Möhring. Cornelia Möhring ist die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. Und sie sagt, Moment, ich muss das abschieben, nur Frauen, die gelernt haben, mit ihrer Sexualität souverän umzugehen, dabei nicht durch die Gesellschaft beschränkt und bevormundet werden, können ihre Geschäftsbeziehungen in der Sexarbeit selbstbewusst gestalten. Da frage ich mich doch, welche Frauen das denn sein sollten. Denn wenn Resilienz praktisch das einzige Problem ist, ist doch eigentlich eine Frage, eine Position des Neoliberalismus. Elli, kannst du uns vielleicht erklären, was auf diesem Papier hier, was wir sehen, das BSD bedeutet? Dieses Logo ist ja ein Artikel von Frau Möhring, aber was heißt dieses Logo? Für was Ich wirkt sie da? hatte es schon zu Anfang erwähnt in meinem Vortrag. Eine große Lobby, die am Thema Prostitution arbeitet, sind die Profiteure der Industrie. Das, was wir hier haben, ist der BSD, der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen. Ich habe nochmal nachgezählt, wer die Mitglieder sind. In diesem Verband sind 18 Bordelle, drei Escortagenturen, drei Prostitutionswerbungsseiten, eine Beratungsstelle und ein Kondomlieferant. Von außen könnte man aber denken, da heißt es, was sagen Sexarbeiterinnen? Ja, das ist eine Gewerkschaft für Sexarbeiterinnen. Nein, das sind Profiteure, die das Ohr von Politikerinnen haben und die auf Profitmaximierung aus sind. Ja, man stelle sich doch mal vor, Arbeitgeberinnen und in einer Gewerkschaft der Arbeitnehmer und die Linke macht Werbung dafür. Das wäre ein Riesenskandal, aber im Falle der Prostitution ist es ganz normal. Also das ist so irre, das ist eigentlich kaum noch zu toppen. Aber sehen wir uns doch einmal einen weiteren Herrn an. Die Prostitution entsteht aus der sexuellen Abhängigkeit. Die Männer werden immer als Täter betrachtet. Aber wer ist hier der Unterlegene und eigentlich Ausgebeutete? Wer muss denn für eine Abhängigkeit zahlen, die durch die Naturgesetze bedingt ist? Detlef Spangenberg, AfD. Naja, also er möchte Prostitution, aber bitte umsonst. Es ist ungerecht, dafür zu bezahlen. Das ist ja, naja, gut. Was soll man dazu noch sagen? Ich habe da relativ, na, also interessant wären aber jetzt noch die Grünen. Wir haben ja außer der FDP, die ja bekanntermaßen eher so ein bisschen neoliberal orientiert ist, haben wir alle Parteien bisher in irgendeiner Weise hier vertreten gehabt, außer den Grünen. Da war es auch schwierig, jemanden zu finden, der hier auftritt. Ich habe aber relativ oft informelle Umfragen gemacht. Damit meine ich jetzt, ich habe Leute angesprochen oder angeschrieben und zu ihrer Position befragt, also Politikerinnen. Und dabei habe ich festgestellt, wenn man, dass viele gar nicht wissen, was das nordische Modell ist. Wenn man ihnen aber erklärt, was es ist, dann wissen sie, manche wissen dann sofort, dass sie das nicht wollen. Dass das auf jeden Fall falsch ist, weil ja, das ist ja dann, es muss ja freiwillig, es soll ja kein Zwang oder solche Sachen kommen dann. Wenn man dann weiter mit ihnen diskutieren will, dann laufen sie weg. Gut. Wenn man ganz extrem sieht allerdings, ist die grüne Jugend. Die hat nämlich im November 2019 einen Beschluss dazu gefasst auf ihrem Bundesparteitag. Sie zitieren da ein fragwürdiges Papier als Hauptquelle und wir haben da mal einen kurzen Faktencheck gemacht. Elli, kannst du uns etwas dazu sagen? Genau, und nochmal darauf aufmerksam zu machen, solche Organisationen wie BSD gibt es auch international, hier zum Beispiel das Global Network of Sex Work Projects. Das ist auch Pro-Prostitutions-Lobby mit vielen Mitgliedsorganisationen.
darunter auch Organisationen, die von verurteilten Menschenhändlern angeleitet wurden. Ich möchte auch hervorheben, das kann auch jeder selber googeln oder auf meinem Blog nachlesen, diese Organisation gab ein Positionspapier raus zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Dort sprechen sie aber von jungen Sexarbeiterinnen. Sie meinen damit Kinder ab 10 Jahre. Sie sagen Young Sex Workers oder Young People Selling Sex. Noch eine Mitgliedsorganisation dieses Verbands in Neuseeland hat sogar gefordert, den Kinderstrich zu legalisieren, und zwar mit dem Argument, sonst geht das in den Untergrund. Also die Argumentation der Sexarbeit wird von dieser Organisation auch für Minderjährige verwendet. Das sind keine Menschenrechtler. Vielen Dank für die Aufklärung, liebe Elli. Es ist wirklich verwunderlich, dass die mit diesem Papier hausieren gehen. Offensichtlich gehen sie davon aus, dass niemand das lesen wird. Uns interessieren aber in erster Linie eigentlich die anderen, denn die wollen wir ja für uns gewinnen. Und die werden immer mehr. Wir hatten zum Beispiel in München beim AK Feminismus der Grünen einen Auftritt und haben dort aufgeklärt über das nordische Modell und sind ausgesprochen freundlich empfangen worden. Leider ist das Klima aber doch noch sehr stark von Denk- und Redeverboten bestimmt. Und viele Politikerinnen, auch in hohen Positionen, sagen einem manchmal, Elli, dir ist das auch schon öfters passiert, ja, sagen einem, ja, ich bin eigentlich für das nordische Modell, aber bitte sagen Sie es keinem weiter, ich möchte ja wieder aufgestellt werden und wir haben eine andere Beschlusslage oder dergleichen. Sie bitten einen quasi um Vertraulichkeit.